So viele Buchstaben haben wir nicht mehr. Lagoon. Ah, Lagoon ist... Es ist eine RPG, ne? Gucken wir mal rein. Also, so groß jetzt wirklich ein Rollspiel sein sollte. Das Kingdom of Rock. Nein! Oh mein Gott! Es ist der Typ mit der dummen Mütze. Und den langen Ohren. Entsetzen überall. Oh, ich dachte, es wären Kinder. Ich glaube, es sind Erwachsene. Bams. Legend of Lagoon. Sag ich doch. Achso, ist Anfang. Okay. Nochmal, Lagoon. Na sicher, ich habe dich großgezogen und du bist der Champion des Lichts und du musst deine Schicksal erfüllen und da ist was Böses. Matschiges Wasser überall. Geh mal zum Klempner. Zuerst geh mal ins Atlant und da findest du Sachen. Okay. Atlant. Ich habe den Namen Lagoon schon öfters mal gehört. Ich schätze, das ist irgend so ein super bekanntes Rollenspiel, was ich einfach nicht auf dem Schirm hatte, weil ich damals auch keine Konsole hatte. So wird's sein, ne? Schreibt's doch mal in die Kommentare, D. Habe ich Waffen dabei? Ich habe nichts. Ich spiele geile Musik, aber ich habe leider nicht die Zeit, mir Rollenspiele anzusehen. In diesem Stream. Zumindest keine richtigen Rollenspiele. Action-Rollenspiele, ja, gerne. Ich wandere lange durch diese... Sieht nicht aus wie irgendein Priester oder sowas. Sieht aus wie so ein 1920er Polizist. Ich möchte natürlich nicht jetzt den Berufsstand der 1920er Polizisten runtermachen damit, aber er sieht dazu aus. Das war keine Beleidigung, das war eine Feststellung. Okay, was mache ich eigentlich? Ich kann diesen Ort verlassen ohne Waffen. Ich mag es nicht, wenn ich mit einer Rolltür mit Story beginne, ohne dass ich was machen muss. Ich fühle mich immer so hilflos und auf dem Super Nintendo haben das so viele Spiele gemacht. Den Erlaubt des Bürgermeisters zu gehen. Schade, habe ich nicht. Lamborghini American Challenge kommt jetzt. Los geht's. Aber geile Musik hat Lagoon gehabt. Yeah. Wird uns anblinken. Nein. Yeah, auf geht's in die Lamborghini American Challenge. Sind wir Pam? Oder sind wir Sly? Oder sind wir Juno? Wir nehmen mal Pam. Einfach nur, weil sie erste Wahl war quasi. Können wir uns aussuchen? Ich habe 600.000. Startgebühr sind 2.000, der Preis 5.000. Das klingt doch ganz nach meinem Können. Okay,
wie viel setzen wir auch? Wir setzen natürlich, wir klotzen mal einfach richtig, ne? Ich bleib, ich bleib raus, okay. Er geht mit, okay. Hier. Wer braucht Forza 5, Gran Turismo 7? Ich nicht. Ich brauche Lamborghini American Challenge. Für den Super Nintendo Entertainment System. Alles Event-Teilnehmer oder sind das Gegner? Teilnehmer, glaube ich. Da bin ich bei. Da, eine Nirvana. Dass der Typ so hochgewettet hat. Die muss ich schlagen. Jetzt ist der mal Nirvana. Oh. Also alles meine Rivalen, verstehe, ja? Informationen sammeln, ein Vorbeiflug. Nur vor meinem Kanal. Das klappt nicht immer bei mir. Müsste einem 40-jährigen alternden Gamer verzeihen. Wie ich mal gerne sage, geologisch gesehen nicht mal so. Videospieltechnisch nicht so. Rennen ist bald durch. 94. Ich darf jetzt aber nicht die Aufmerksamkeit verlieren, Konzentration verlieren. Erster Platz. Ich habe 5000 Geld erhalten und das Geld von denen, glaube ich, oder? Ja. Yeah. 11.000 Euro verdient. Ja, manche nennen es vielleicht Dollar. Gut. Sind die Typen dann Felicia, Frankie, Mary, Max, Brad? Boah, es gibt immer böse Clown irgendwo, ne? Nice Stein. Durchschnittlich. Amateur. Da starte ich. Kann ich starten? So. Was setzt ihr denn so, Leute? Oh, weiß nicht. Ich, ich bin, du bist auch zu reich für mich. Das ist auch meiner Liga. Das bin ich wohl. Ich muss erstmal meinen Wagen bezahlen. Gut. Haben wir gemacht. Gehen wir mal gleich in den 12. Gang. Mir ist das Motorengeräusch etwas laut. Ich hätte lieber lauter Musik gehabt. Hätte man eventuell in den Optionen einstellen können, weiß ich nicht. Ist er weg? Weiß ich auch nicht. Denn ich bin unaufmerksam. Da ist der erste Rivale. Das ist ja Pokémon. Das sind alles meine Freunde, nicht? Ich mache bloß Freundschaft mit dem Geldwetten und dem
dich halt tot fahren im Straßenverkehr und so. Fände ich die anderen an. Ja, anbuffen, so hat man das damals gesagt. Nicht voll reinsemmeln oder am Spoiler schnuppern oder sowas. Nein, nein. Das sagt heute auch nicht mehr, ne? Okay, lass mal's bleiben. Wisst ihr, in den dummen Horrorspielen, die ich auf meinen Kanal gepackt habe, habe ich den Puls besser eingeschaltet. Hier brauche ich sowas. Ich würde gerne eine Aufnahme-Session kürzer machen, so dass ich einfacher auf Kommentare reagieren kann. Normalerweise bin ich Vater eines kleinen Babys, das von 6 Monaten, und muss leider im Vorraum produzieren. Deswegen nehme ich auch, deswegen kommen die Sachen nur alle 2 Tage raus, leider. Damit ich was im Voraus habe. Ich möchte da keinen Leerlauf haben. Nur kurz anhalten, 6 Meilen pro Stunde. Ist okay, bleib stehen. Muss jetzt an einem ganz bestimmten Platz sein. Okay. Halt. Ich kann ja den Emulator vorspulen. Keine Reaktion. Haben wir es wohl gewonnen, ne? Habe ich mit gerechnet, dass ich so viel Geld kassiert habe. So, das war Lamborghini American Challenge. Dann geht's jetzt weiter mit der Legende des mystischen Ninjas. Ui, das könnte länger dauern. Sega. Im Jahre 1992, die Legende des mystischen Ninjas. Ich kann irgendwie nicht richtig einschätzen, ob die Lautstärke passt, obwohl ich selber abhöre. Kommt zum Ende doch irgendwie ganz anders raus als sonst. Okay. Okay. Warum bist du seltsamer Mann? Da ist irgendwas Wichtiges und wir gucken da mal nach. Los geht's. Der mystische Geist. So, ich komme aus meinem Haus und hau erstmal alle Dorfbewohner um. Du hast einen Fisch, dann musst du sterben. Ich hab nur schlecht gelaunt. Schlechte Nachrichten, gehe ich immer raus und verprügel alle Nachbarn. Ich muss wahrscheinlich irgendwo hingehen. Ich hab bloß nicht aufgepasst. Ich darf also nur Männer schlagen, ja? Was denn nicht mal ungerecht? Eine Wolke kommt vom Norden, ne? Ich hab unglaubliche Angst. Meine Freunde haben sie aufgelöst. Wo sind sie hin? Alle sind zu freundlichen Geistern geworden. Dafür gibt's einen auf den Kopf. Dann krieg ich erstmal aufs Essen. Und willkommen! Alles hier schmeckt lecker. Möchtest du was haben? Klar. Hört sich, was sind das? Irgendwelche Spießchen? Auch irgendwelche Dinger? Ich habe
140. Was bringt mir das denn? Schon mal das Billigste. Damit könnte ich schon einfach nur meine Sachen wieder auffüllen können hier. Gehen wir zum Horror rein. Wir gehen mal beim Horror rein. Das ist der Klötenwaschbär. Das ist gefährlich. Pass auf. Weiter mit Vorsicht voran. Okay, es wird zum Zeitscroller. Ich schmeiß mir Geld. Kann ich also im Dorf grinden und dann hier sozusagen alle Geld besiegen? Ich bin der Geld-Ninja. Interessantes Konzept. Ah, Bambusspatzen. Nein. Nicht auf ihn sitzen, auf den Bambusspitzen. Das ist gefährlich. Okay. Moment, kann ich mir irgendwie ausgucken, was ich schieße? Jetzt habe ich wieder das Ding. Oder ich verstehe es gerade nicht, wie ich das gemacht habe. Ach so. Ich kann mein Geld werfen als Option. Ach, kann man ganz normal mit dem Stock hauen, mit der Flöte oder was ist. Durch Nahkampf. Das ist mir gerade lieber. Mütliches Kätzchen. Ein Jojo. Mütliches Jojo. Was denn? Mein Geld. Was bist du denn? Ein verzauberter magischer verdammtes Regenschirm des Schicksals. Schade, aber lustiges Spiel.